und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum heutigen dritten Teil meiner kleinen Zigarren-Einmaleins-Serie. Ich bin der Jean und heute geht's endlich ans Anzünden und Genießen der Zigarre. Für mich gibt es eine wichtige Regel vorweg, und zwar aufgrund der Dicke, aufgrund des Ringmaßes deiner Zigarre weißt du jetzt, wie lange der Rauchgenuss in etwa dauern wird. Und wenn du vorher schon abschätzen kannst, dass du diese Zeit jetzt ungefähr 30 Minuten, 40 Minuten oder länger nicht ungestört sein wirst, dann fang die Zigarre erst gar nicht an. Man kann eine Zigarre zwar, wenn sie ausgegangen ist, ganz normal wieder entzünden. Also eine Zigarre raucht sich anders als die Zigarette nicht alleine zu Ende. Aber ich persönlich finde, es schmeckt einfach nicht mehr so gut. Also oberste Regel, nimm dir wirklich die 30, 45, 60, 90 Minuten komplett frei und dann geht es ans Anzünden. Womit zündet man die Zigarre nun an? Ja, auch da scheiden sich wieder die Geister. Es gibt den Unterschied zwischen weicher Flamme und harter Flamme. Eine weiche Flamme, wie man sie vom ganz normalen Zigarrenstreichholz oder natürlich jedem anderen Streichholz bekommt oder einem normalen Feuerzeug oder eben einfach von einem sogenannten Jet Flame, einem Zigarrenfeuerzeug. Das ist dann auch wahlweise mit 2 Flammen, 3 Flammen, 4 Flammen oder auch nur einer Flamme gibt. Ja, ich nehme meistens entweder einflammig oder zweiflammig, weil ich meine Zigarren halt draußen genieße und wenn dann ein wenig Wind geht, dann habe ich mit meinem Streichholz sehr schlechte Karten. Wichtig vor dem Anzünden ist auch, die Zigarre wird vorher getoastet, wie es heißt. Also das heißt, die Tabakfläche wird vorher schon angebrannt sozusagen, bevor man dann an der Zigarre zieht. Auch das hat Effekt auf den späteren gleichmäßigen Abbrand der Zigarre und auch geschmacklich entwickeln sich einfach die Nuancen der Zigarre dort ein bisschen feiner. Geschmacklichen Unterschied zwischen Anzünden mit einer weichen Flamme und einer harten Flamme, also einem Jet Flame, kann ich persönlich nicht feststellen. Also auch da probier es am besten aus und entscheide, was für dich am besten ist. So, und jetzt geht's raus in die Sonne und ans Anzünden der Zigarre. Beim Anzünden versuche ich jetzt auch wiederum das äußere Deckblatt möglichst nicht mit der Flamme zu verbrennen, sondern nur die innere Tabaksfläche. Und ich halte dann den Anzünder auch nicht zu nah und direkt rein, sondern ein bisschen weiter weg und halte die Zigarre oberhalb der Flamme. Die Flamme ist sehr heiß und es reicht also da auch die Peripherie schon aus, um den Tabak zu entzünden. Ich drehe die Zigarre dabei immer ganz leicht und dann sieht man da jetzt schon, obwohl die Flamme nicht zu sehen ist, dass sich da aber der Tabak weiß färbt und auch schön gleichmäßig über die ganze Fläche und nur ein ganz geringer schwarzer kleiner Rand da am Deckblatt entsteht. Ja, und so ist sie dann fertig angetoastet. Ja, du siehst, in dem Fall hat das Antoasten sogar schon gereicht. Die Zigarre ist ausreichend entzündet, sodass man sie jetzt schon direkt rauchen kann. Das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal muss man nach dem Toasten dann eben doch nochmal die Zigarre anzünden und an ihr ziehen. Das läuft dann auch so, dass man das oberhalb der Flamme macht und dann die an der Zigarre zieht und jedes Mal, wenn ich halt eine Flamme sehe, drehe ich sie um eine Vierteldrehung, bis sie dann eben gleichmäßig brennt, so wie man hier jetzt sieht, ein sehr schöner gleichmäßiger Aschekegel, eine Aschefläche, die sich da schon gebildet hat. Und wenn ich dann ziehe, zähle ich bis 4 innerlich. Also ich atme ganz normal ein, zähle bis 4 und lasse dann den Rauch eigentlich ganz normal, wie beim Ausatmen auch, ruhig aus dem Mund wieder heraus strömen. Das Ganze alle 1 bis 2 Minuten. Also ich bin jetzt natürlich ans Zigarrenrauchen schon gewöhnt. Einem Anfänger empfehle ich also wirklich alle 1 bis 2 Minuten höchstens einen Zug
zu nehmen. Und hier sieht man auch, die Zigarre brennt sehr schön, sehr gleichmäßig ab. An der einen kleinen Stelle, da ist jetzt so ein Rand, wo es ein bisschen ungleichmäßig ist. Da kann man dann mit dem Zigarrenanzünder dann nochmal kurz korrigieren. Das reicht meistens schon. Manchmal korrigiert sich das aber im Laufe des Rauchens auch von selbst. Und dann hat man da einen sehr schönen, gleichmäßigen Abbrand. Ist die Zigarre dann doch aus irgendeinem Grund mal ausgegangen, kann man sie leicht wieder entzünden. Ich mache das so, dass ich dann mit dem Ende eines Streichholz den Aschekegel vorher entferne und auch ein Stückchen weit rein den Rand drumherum schön säubere und dann die Zigarre neu entzünde. Und das funktioniert genau gleich wie beim ersten Anzünden auch. Ich halte die Zigarre ein bisschen oberhalb der Flamme und drehe sie jeweils um eine Vierteldrehung, sobald eine Flamme aufsteigt. Und somit ist das Ganze schnell und gleichmäßig wieder entzündet. Ein kleines Loch da in der Mitte verbleibt erstmal, aber das ist nur so die ersten 4, 5 Züge so. Und dann ist das begradigt und man hat wieder eine schöne, gleichmäßige Tabakfläche. Anders als die Zigarette wird die Zigarre niemals abgeklopft, sondern mit leichtem Druck und einer Drehbewegung am Rand des Aschenbechers abgerollt. Ich mache das auch immer recht frühzeitig, lasse also erst gar nicht einen riesen Aschekegel entstehen, allein schon deswegen, um zu verhindern, dass dieser mir irgendwann in den Schoß fällt. Ja, und das war heute meine kleine Demonstration, wie ich persönlich meine Zigarren handhabe. Das muss für dich nicht auch so gelten oder richtig sein. Wie gesagt, probier's selber aus, was für dich am besten funktioniert. Das hier ist nur als Anregung zu verstehen und hat sich für mich jetzt über die Jahre so als gut und passend bewährt. Danke fürs Zuschauen. Lass mir gern deine persönliche Zigarrenfrage unten in den Kommentaren da. Bis zum nächsten Teil und tschüss.